saß sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen. Schmetthorn. Ich benutze eigentlich die Disruptor-Munition häufig. Die könnte ich eigentlich mal draufschmeißen. Oh, dich kann ich durchskillen. Du wirst natürlich erstmal die Maschinistin. Na, jetzt. Technikerin. Damit bekommst du Kräfte und so bekommst du Waffenschaden. Ich will Kräfte haben. So, Kampfdrohne. Befehligen Sie Ihre eigene Kampfdrohne. Jetzt. Rufen Sie sofort an. Verbesserungen an der Drohne ermöglichen eine längere und so weiter und so fort. Aufladezeit. Das wird dann, denke ich mal, weniger genau. Das finde ich eigentlich schon geil. KI-Hacken, das ist hier, ja, das ist klar. Oh, das ist natürlich cool. Ja, Energieentzug. Das möchte ich haben, man muss die loyal sein. Mach ich doch erst das hier hoch. Key-Hacken können wir auch noch machen hier, so wunderschön. Garrus, du warst schon lange nicht mehr dabei. Du bist erstmal hier ein Rebel. Und ich darf dich, bitte. Ah, entweder mehr Gesundheit oder mehr Waffenschaden. Du kriegst Waffenschaden, Babe. Panzerbrechende Munition haben wir noch nicht freigeschaltet. Überlastung oder Betäubungsschuss, du bekommst die Überlastung. Und somit wären wir auch schon wieder bereit für die Mission. Und Suppe. Ich habe in den Verbrechensberichten von C-Sicherheit Hinweise auf einen Fälscher namens Fate gefunden, Shepard. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für die Suche. In der C-Sicherheit mache ich für Garrus die Beine breit. Wo ist die C-Sicherheit? Ich will die C-Sicherheit. Tja, da kann ich hier einfach geradeaus und links gehen. Zu Captain Bailey, 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 Bailey. Num, 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 num. Da war doch hier schon C-Sicherheit gestanden. Achso, ich muss einmal ums Eck gehen. Nein. Wo bin ich denn gerade? Ja, doch. Oh, nee. Ich will doch so... Ah, da ist er doch. Ja? Ja. Ich suche hier einen Fälscher. Er ist bekannt unter dem Namen Fade. Ja, den kenne ich. Zumindest diesen Namen. Seit einem Jahr ist er dem Netzwerk ein Dorn im Auge. Er arbeitet für die Blue Suns. Wo finden wir ihn? Wenn ich das wüsste, wäre er längst in einer Zelle. Ich kann Ihnen nur eine erste Spur nennen. Auf dem Marktplatz gibt es ein Lagerhaus. Dort arbeiten einige von Fates Kontakten. Denen könnten Sie ein paar Fragen stellen. Ganz behutsam, versteht sich. Warum konnten Sie ihn noch nicht verhaften? Wer er auch ist, er ist verdammt gut darin, C-Sicherheit aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, er hat dort einen Informanten. Oder aber er hat Zugang zu unseren Datenbanken und Kommunikationskanälen. Ich weiß gar nicht, was davon schlimmer ist. Jedenfalls gehören Sie nicht zur C-Sicherheit. Vielleicht können Sie seinen Arsch festnageln. Arsch. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. In die Lagerhäuser also einfach nur ganz links nach hier gehen. Links, 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 links. Galaktische Nachricht, ich hab keinen Bock auf die Fick-Scheiße. Ach komm, was habe ich denn heute für ein Vokabular drauf? Das ist ja schrecklich. Hä, wo gehe ich denn jetzt hin? Ist das hier richtig? Es ist bestimmt richtig. Es ist immer richtig, was ich mache. Komm, nicht tanzen. Nur sprinten. Sprinten. Sprinte. Jetzt. Was? Gebrauchtschiffhändler? Gebrauchtschiffhändler. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Ein Koch, also. Hallo, Koch. Irashimas. Ja, Konnichiwa. Ach komm, wo bin ich denn hier? Ach, hier bin ich richtig. Ja, nee, nicht tanzen. Hier müsste es. Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt mich. Kommen Sie schon. Wofür brauche ich denn... Das sind die einzigen Türen, die rechtzeitig aufgehen. Okay, es gibt Ärger. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also. Wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah. Diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme.
Nur dieses eine Mal. Verdammt, schnell, erschieß sie! Erschieß sie! Ihr Begriffsstutzigen... Bam, 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 bam! Zu langsam. Tja, die sind tot. Tolle Krokane. Wozu mache ich mir überhaupt die Mühe? Wir suchen einen ihrer Klienten und würden vorschlagen, dass sie kooperieren. Moment. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist Fade. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Aha. Wie zum Teufel ist das Harkin Fate geworden? Also. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Und er benutzt sein Wissen über den Laden und seine Systeme, um die Leute verschwinden zu lassen. Dann ist er selbst verschwunden. Und Fate wurde geboren. Sozusagen. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Ich freue mich darauf, Harkin wiederzusehen. Er wird bestimmt aufgeregt sein, wenn er uns beide sieht. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... Also gehen? Ich würde dich töten. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu ihm. Oh, gut. Ein Taxi rufen. Okidoki. Übrigens, für die, die das Englisch nicht so mächtig... Oh, neun Abdrücke. Nicht so mächtig sind. Moment, to fade heißt übrigens verschwinden. Er hat mich an den falschen Ort geschickt, nur um mich loszuwerden. So, wo ist sie nicht? Ah, das ist denn Rapid Transit. Mit den Rapid Transit von... Mit den Rapid Transit von... Industriegebiet. Gehen. Oh, fade to black. Oh, mein blauer Ladebildschirm mit grünen Elementen. Endlich mal was Neues. Übrigens, lustigerweise, ich habe doch anfangs des Let's Plays, habe ich doch die Ladebildschirme entfernt durch so einen grünen Screen. Das Lustige dran ist, dass er da bestimmt, keine Ahnung, allerhöchstens 3 Sekunden zu laden braucht. Und durch die Ladebildschirme, die immer bis zu Ende gezeigt werden müssen, dauert es sowas von ewig. Du bist dabei, Garrus? Eigentlich habe ich keinen Bock auf dich. Ich nehme diesmal wieder Grunt mit. Annehmen. Eigentlich cool, dass ich Tali durchgeskillt habe, für das, dass ich sie nicht gebraucht habe. Hä? Achso. Grunty, du kannst leider nichts damit anfangen mit den Gruppenpunkten. Wir starten los. Ja, der Ford Fiesta ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. So, ist ein Cabrio umbauen. Ich hätte wenigstens mal mich mal waschen können. Das Blut klebt mir schon seit 4 Monaten an der scheiß Rüstung. Da ist er. Shepard? Harkin? Geht nicht um! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Oh Mann, ist langweilig. Laufen Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden Sie schon. Wow. Feinde bei uns! Und unten bleiben! Ey, das war geil. Ich reingeschossen habe und da kam Luft raus. Das ist cool. Möchte ich gerne nochmal machen, in die Schulter schießen. Abfall. Abfall ist immerhin 600 Credits wert. Oh, endlich wieder Medigel. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, das war gar keine Munition. Das war bloß Teile von dem. Also ohne Aim treffen mit der Waffe echt überhaupt nicht. Ich kann mal anschießen. Hopp. Das sieht echt cool aus. Ich bleib's natürlich mal wieder mit meinem Leben. Habe die Schilde verloren. Das ist ein Wandsafe. Ah, das ist ein Loki-Mix. Übrigens, als Erinnerung, es sind eine der ersten Gegner, die wir überhaupt noch hatten. Es sind natürlich dementsprechend stark geworden, wie ich gerade merke. Nein, nicht... Oh, jetzt ist es drüber gehüpft.
Umgehen wir einfach mal mitten im Kampf zu einem One-Safe, der natürlich gerade immer 1500 wert ist. Eigentlich habe ich schon gar keinen Bock, den zu öffnen. Ah, hier ein bisschen rumspielen. Ja, passt doch. Ah, ich verstehe. Es geht also im Kampf trotzdem weiter. Das ist ja mal schön gemacht. Das gefällt mir eigentlich schon, ja. Da die Wand-Saves ja nicht zwingend notwendig sind, also im Sinne von, knacken sie es in 50 Sekunden, sonst geht ja gar nichts mehr. Sondern eben einfach nur, wenn jemand so blöd ist wie ich und das Ding hier mitten unter Kampf aktiviert. Ah, meine Nase juckt. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. 900 Credits! Yes, das rentiert sich diesmal richtig. Können wir uns vielleicht ein bisschen Abendbrot noch leisten heute? Ansonsten gibt es Sonntag wieder keinen Braten, aber hier ist natürlich auch kein Problem damit. Muss immer ein bisschen abnehmen, passt schon kaum in meine Rüstung rein. Neunhundert Credits! Ja! Oh, kann man da runterfallen? Das sind immer so Sachen, die ich mir sau gerne ausprobieren würde. Oh man, ich freue mich so, wenn übrigens Mass Effect 2 fertig ist, kommt spätestens dann ein Let's Play zu, wie heißt es hier, Star Wars Jedi Knight. Also Star Wars Jedi Knight 3 natürlich. Lebt da noch jemand? Ah, du lebst. Oh! Ja, also auf jeden Fall Channel 3, ich freue mich unendlich drauf. Ein Spiel, das ich sehr, sehr lange gespielt habe, öfter auch schon durchgespielt habe. Wird deswegen für mich von, wie heißt, muss man sagen, vom Werdegang und von den Missionen, was man rausfinden muss, jetzt hoffentlich nicht zu schwer gehen, wobei das schon sehr lange her ist, dass ich das gespielt habe. Ich glaube sowieso, dass ich so unterbrochen werde. Aber es ist eins, es ist zwar ein kurzes Spiel, muss ich zwar sagen, aber ein... Oh, komm, beim letzten, das war jetzt richtig scheiße für euch. Warte mal, für euch habe ich was ganz Besonderes dann. Nein. Was Besonderes, habe ich gesagt. Ja, wie gesagt, also Probleme wird mir das Spiel auf jeden Fall nicht bereiten. Jetzt dann wahrscheinlich aber auf einer höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Ich habe es aber auch wirklich schon jahrelang nicht mehr gespielt. Also verurteilt mich nicht, wenn ich dann trotzdem schlecht in dem Spiel bin. War auf jeden Fall das erste Spiel, das ich wirklich stark online gespielt habe, muss ich dazu sagen. Oh. Oh nee, nicht hacken. Zum Glück habe ich da hier doppelte Zeit jetzt dafür. Was haben wir denn hier? So ein paar orangene Kommentare. Bisschen lila mit drin. Nee, auf der linken Seite lila. Oh fuck. Das war natürlich nicht schön. Bin ich jetzt blöd? Da ist es. Ah, sehr schön. Weiß nicht, um so einen Tipp zu geben, ich schaue mir hier nicht irgendwie die Codes an, wie sie aussehen, sondern ich gehe einfach nur nach Farben. Was ist, also was, immer nach zwei Farben gehe ich da. Also welche zwei Farben gerade am häufigsten vorkommen, dann nehme ich einfach das. Falls ihr für euch da vielleicht schwer tut. Das wird ein harter Treffer. Das ist ein harter Treffer, den hat's hingeschmissen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal hier ein bisschen Brandmunition. Brennen sie, die Schweine! Okay, den kriege ich doch nicht, der Klein. Ah, ich muss was treffen, das ist ganz schön gewesen. Alter, hält der viel aus. Den muss man ordentlich umboxen. Ach komm, ist das für ein Spaß genommen. Ich habe trotzdem noch erwischt. Also die Waffe ist ja echt mal kacke, das ist schon ja mal gar nichts. Gut, wie machen wir jetzt das hier am blödsten? Na? Okay, langsam dürfte er dann doch mal drauf gehen. Entschuldigung, das musste ich einfach machen, dass ich den Nahkampf begegne. Oh, das vergesse ich immer. Hier,
Robotics gehen in die Luft. Falls jemand noch Robotics was sagt, das war gleich von Sonic, wenn ich mich recht entsinne. So ein bisschen getanzt an der Deckung. Dann ein Medizinkit, die müssen wir jetzt eigentlich alle voll haben, genau. Platinen umgehen. Ach, die muss man umgehen, bevor ich sie plündern kann. Das sind ja lustige Platinen. Oh, ich weiß nicht, irgendwie werden die Minispiele ja schon langsam langweilig. Wobei das Minispiel irgendwie schon beim ersten Mal schon langweilig war, tut mir leid. Loki Gold, ach komm, 1200 Gold, willst du mich doch verarschen. Dafür reiß ich mir hier den Arsch auf. Gefälschte IDs kann ich hier schon mal nachsehen. Ein One-Safe, hey, cool, was Neues. Immerhin für 2100. Das Blöde ist, dass es hier so viele Kleinbeträge sind, dass sie sich am Ende der Mission wahrscheinlich wirklich noch aufsummieren. Und das ist irgendwie traurig. Hey, 2100 Gold. Verwendung für IDs finden. Finden Sie, wenn die gefälschte Verwendung ID hat hier? Fensterkonsole? Oh! Harkin ist also endgültig zu den Bösen übergelaufen. Er war schon immer eine Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halb tot prügeln. Dann werde ich die andere Hälfte tot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis...